Markus Koska ist ein besonderer Künstler. Er malt Tierporträts mit dem Mund. Seit einem tragischen Unglück ist der 46-jährige Regensburger querschnittsgelähmt und an den Rollstuhl gebunden. Ich war 16 Jahre alt, 1983 war das. Und da war ich mit einer Jugendgruppe in Italien unterwegs. Ja, an einem eigentlich wunderschönen Tag, wo ich eigentlich an den Strand gehen wollte, war es uns eigentlich war ein bisschen zu langweilig am Strand. Und dann haben wir eine Gelegenheit gesucht, wo man springen kann. Und da sind wir dann von einem Steg ins Mittelmeer gesprungen. Und ich bin halt mit vollem Anlauf, war damals Leistungssportler, diesen Steg entlang und bin im hohen Bogen über die tiefe Stelle im Wasser hinausgesprungen. Und dahinter kam eine Sandbank und da bin ich dann praktisch Kopf voraus in die Sandbank rein. Plötzlich ist alles anders. Querschnittslähmung von Hals bis Fuß. Wie ein Schlag ins Gesicht. Aber er kämpfte sich zurück ins Leben. Heute malt er Tieraquarelle. Einige davon kann man zurzeit im alten Rathaus in Bodenmais bewundern. Der leidenschaftliche Mundmaler nimmt auch Auftragsarbeiten an und verewigt die Lieblinge von Haustierbesitzern auf Papier. Es ist echt interessant. Also ich habe schon mehrfach Tiere gemalt, die entweder während der Malphase verstorben sind oder schon verstorben waren. Und es sind dann wirklich teilweise rührende Momente, wenn dann die Leute wirklich fast Tränen in den Augen haben. Und es ist in der Porträtmalerei auch so, also jeder kennt es, wenn er mal einen Porträtmaler irgendwo auf einem Platz gesehen hat, der Leute porträtiert hat, man, ich möchte nicht sagen, tricksen wäre falsch gesagt, sondern aber man versucht schon, das Tier ein bisschen idealistischer hier darzustellen. Sprich, als Schäferhund mit Riefaugen, wenn man weiß, dass es daheim der tolle, brave Wächter ist, da schaut man schon, dass die Ohren ein bisschen spitzer sind, dass die Augen ein bisschen wacher rauskommen und so. Weil die Leute sehen oft in ihrem Tier mehr, als es jetzt auf dem Foto ausdrückt. Ein weiteres Hobby des Künstlers ist die Fotografie. Er besucht Tiergärten und Parks, immer auf der Suche nach neuen Motiven für seine Porträts. Der Nürnberger Tierpark gefällt ihm wegen seiner natürlichen und weitläufigen Anlage dabei besonders. Ein Pfleger unterstützt Markus Koska beim Einfangen der Tierbilder. Der Mundmaler legt die Perspektive und die Einstellungen der Kamera fest. Sein Pfleger drückt den Auslöser. Seit Markus Koska denken kann, sind Tiere seine große Leidenschaft. Sein Traum war es immer, Zoologe zu werden. Seit 2008 wird der Mundmaler von der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler unterstützt. Der Selbsthilfeverein unterstützt und fördert Künstler, die wegen einer Behinderung oder Erkrankung ihre Kunstwerke nicht mit den Händen malen können. Für mich ist ein Riesenglück gewesen, also erstmal, dass ich das Talent habe zu malen und dass halt einfach über die Fuß- und Mundmalervereinigung auf mich aufmerksam geworden ist. Die Bilder, also wenn die eine gewisse Qualität haben, die jetzt auch reichen würde, um jetzt bei einer Akademie zum Beispiel aufgenommen zu werden, bekommt man so viel Geld, dass man davon leben kann. Und das ist für mich natürlich eine super Sache. Ich habe zwar studiert und habe einen Beruf erlernt und habe da auch lange drin gearbeitet, aber mittlerweile kann ich von der Malerei leben. Und das ist für mich das Allerwichtigste. Markus Koska hat die Herausforderung angenommen und sein Leben nach dem Unfall neu geordnet und aufgebaut. Er ist ein fröhlicher und aktiver Mensch und führt auch mit oder gerade wegen seiner Behinderung ein erfülltes Leben. Auch Günther Holzapfel ist ein besonderes Mitglied der Vereinigung der Mund- und Fußmalenden Künstler. Bei einer komplizierten Hausgeburt ohne ärztliche Hilfe wurde er schwer am Rückenmark verletzt. Seitdem ist der Fußmaler spastisch gelähmt. Er kann nur seine Füße kontrolliert bewegen und meistert mit ihnen sein Leben. Bereits mit 6 Jahren begann er mit den Füßen zu malen. Er entdeckte in der Malerei seine Erfüllung und sein Lebensglück. Ohne Malerei
kann sich eigentlich nicht leben. Durch die tiefe Verbundenheit zu seiner Heimat sind seine Lieblingsmotive bayerische Landschaften. Auf seinen zahlreichen Reisen und Ausflügen sammelt er Eindrücke und Ideen für seine Bilder. Seit einem Besuch 1962 bei seiner Schwester Waldfriede im bayerischen Steinburg verliebte sich Günther in das idyllische Örtchen und beschloss, für immer hier zu bleiben. Seitdem begleitet ihn seine Schwester bei seinen unzähligen Aktivitäten und steht ihm bei der Arbeit und im Alltag zur Seite. Um nichts in der Welt würde der bayerische Maler seine Heimat verlassen. Er hatte auch eine japanische Freundin. Die haben sich in Madrid kennengelernt und haben sich richtig verliebt. Und dann sind sie viel zusammen gewesen. Die Freundin war da, er war 4 Wochen in Japan. Es war eine Japanerin in Okinawa, nahe auf einer Insel hat sie gewohnt. Und dann wollte sie heiraten. Dann könnte ich gesagt, nein, nach Japan gehe ich nicht, ich bin ja nicht verrückt. Günther Holzapfel ist schon immer gut in die Gemeinschaft integriert und bei allen beliebt. Er ist ein sehr lebensfroher Mensch und immer zu Scherzen aufgelegt. Auf die Frage, ob er einen Tag in seinem Leben hätte anders machen wollen, meint er: Nein. 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 Hallo. Es gibt so viele Menschen. Eine weitere große Leidenschaft von Günther Holzapfel ist das Reisen. Für ihn ist es eine Bereicherung, Menschen in aller Welt kennenzulernen. Prominente Leute getroffen. Ich kann wirklich sagen, ich bin froh, dass ich. In der Kirche von Hunderdorf wurde sein Werk der letzten Jahre vorgestellt. Ein Kreuzweg für Behinderte und Kranke. So viel wie in der letzten Zeit hat er noch nie gemalt. Seine lebensfrohe Art ist es, die Günther Holzapfel zum Vorbild vieler Menschen macht. Der, wenn ich oft reinkomme, liegt er so drin im Bett und sagt, ach, bin ich froh, bin ich glücklich, ist das Leben schön, sagt er. Der Künstler möchte allen zeigen, wie erfüllt und glücklich ein Leben mit Behinderung sein kann. Er liebt sein Leben und das merkt man. Es gibt keinen auf der Welt, der mich denkt.